Was ist das? Es gibt eine Möglichkeit, dass jetzt Gäste auch direkt beim Hotel buchen und kein Fax und kein Telefon mehr brauchen. Das auf der Website dann? Ja, direkt auf der Website funktioniert das, ja. Gehst du rein, siehst die Bilder, siehst den Preis, siehst die Vorteile, wenn du direkt buchst und bist schon dabei. Na super. Und wo geht die Buchung dann? Wo kriegt er dann die Buchung? Naja, der bekommt die per Mail oder im Idealfall direkt ins PMS hinein. Und aha, also ist es dann so eine Direktbuchung übers Internet? Vollkommen richtig, du hast das erfasst. Cool. Fertig. Aus der Hotelsoftware gehen die Preise, Verfügbarkeiten und Restriktionen rein in die Online-Travel-Agencies und zurück, der zweite Weg sozusagen, kommen die Reservierungen in einer qualitativ guten Form. Ja, rein und raus. Rein und raus. Es läuft automatisch. Genau, so muss es sein. Und du rein als und Hotelier raus. Hast weniger Aufwand und dafür mehr Zeit für den Gast. Und keine Fehler. Keine Fehler. Genau. Der Bucher bekommt von dem jeweiligen Portal oder dem Hotelier direkt, wo er bucht, die Garantie, dass er zum besten Preis bucht. Wie kann er das garantieren? Wie kann das Portal dem Kunden garantieren? Und zwar das Portal hat ja vorab auch mit dem Hotelier einen Vertrag geschlossen und wenn die Klausel mit in ihrem Vertrag haben, dann ist der Hotelier dazu verpflichtet, dass er nirgendwo günstiger verkauft als auf dem Portal. Auch nicht auf meiner eigenen Seite? Auch nicht auf eigener Seite. Dann hast du wirklich ein wenig von deiner Markthoheit abgegeben und bist dazu verpflichtet, auf diesen Kanälen gleich zu verkaufen. Das ist also das ist ein hartes Stück. Ein hartes Los für den Hotelier. Ja. Ich bin aber dafür, wir sollten... Richtig. Also, so, man zahlt und kriegt nichts zurück. Ja. Genau. Oder? Ja, drückst den Knopf. Buchen, zahlungspflichtig buchen. Richtig. Für diese Rate. Genau. Und dann ist das Geld direkt fort und man kriegt nichts zurück. Na, ein bisschen was kannst du zurückkriegen, aber nicht alles. Naja, du musst ja... Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ne? Wenn 100% dort steht, dann zahlst du 100%. Also von dem her gesehen. Ja. Buchen heißt buchen, bezahlen, buchen. Kein Geld zurück. Genau. Fertig. Bis kein Geld zurück. Non-refundable. Ja. Passt.